Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Den Comic, den ich euch gleich präsentieren möchte, ja, da geht es um einen Mann und um sein Gefährt. Und das ist ein Bus. Und was dieser Mann mit seinem Bus alles so für spannende, tolle und interessante Geschichten so erlebt, das gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und um dieses Werk geht es heute, der Bus aus dem Insektenhaus Verlag. Der wurde mir freundlicherweise auch zur Rezension zur Verfügung gestellt, damit ich euch den jetzt einmal präsentieren und vorzeigen kann. Vielen Dank einmal dafür an den Insektenhaus Verlag. Und das Ganze wurde kreiert, geschrieben von Martin Tuknolla und Ramon Pardina. Und wir haben hier ein sehr, sehr großes Hardcover, ne, mit einem sehr schönen illustriertem Cover. Das Ganze ist halt auch relativ dick. Hier hinten haben wir unseren Hauptprotagonisten, der Bär heißt. Und das Ganze gibt es für 21,95 Euro, wirklich absolut fair für so ein fettes Hardcover, bei 180 Seiten. Also man kann wieder, was Preis-Leistung angeht, beim Insektenhaus Verlag nur wieder lobende Worte finden, weil das ist wirklich einfach klasse. Und der Comic selber erzählt uns eine Geschichte über einen Mann, der so ja in seinen 40ern, Anfang der 40er Jahre so steckt. Er heißt Bär und er lebt in einem Bus. Er hat eine Trennung hinter sich und zwar ist er geschieden von seiner Frau. Die beiden haben auch eine kleine Tochter zusammen. Und wir begleiten Bär hier auf seinen alltäglichen, Weg durchs Leben. Na, er versucht hier und da einen Job zu kriegen, ist da nicht ganz so erfolgreich mit, versucht eben irgendwo anders Geld aufzutreiben, indem er mit einer Freundin zusammen so Stadtrundfahrten anbietet, die aber auch nur so semi-gut laufen. Nebenbei versucht er, Leuten aus seiner Umgebung und Nachbarschaft zu helfen, indem er Toiletten repariert oder irgendwelche Geräte. Und hier haben wir dann auch so den Fall, dass die ihn teilweise einfach nicht adäquat dafür entlohnen. Die sagen dann so, ah, Geld habe ich auch nicht, aber hey, du kannst hier bleiben, du kannst speisen, ich versorge dich mit Essen. Und ja, so geht der Lebensalltag eben vom Bär so dahin und er versucht seiner Tochter auch immer tolle Momente zu bieten. Er lebt ja halt nun mal eben in diesem Bus und gemeinsam eben versucht er für seine Tochter das Ganze dann auch auf so eine fantastische Art und Weise zu verpacken. Also er ist so ein richtiger Nerd, mag eben auch Star Wars. Es gibt hier ganz coole, interessante Breaking Bad Referenzen und noch viel, viel mehr. Und so nimmt er seine Tochter immer auf so interessante, fantasievolle Reisen mit. Und ja, viel mehr möchte ich auch dann gar nicht zu dem Werk sagen. Wenn euch das so ein bisschen angefixt hat, kann ich euch nur empfehlen, holt ihn euch, wenn ihr wirklich auf einen witzigen und auch wirklich so sehr interessanten, fantasievollen und auch ja, sehr positiven Comic steht oder den allgemein mal lesen möchtet. Ne? Auch wenn die Situation für Bär hier hin und wieder nicht ganz so toll klingt, ich finde, er hat eine ansonsten ganz gesunde Einstellung. Er versucht so das Beste aus dem Leben rauszumachen, was man so machen kann und macht natürlich auch eine Wandlung im Laufe dieser Geschichte hier so ein bisschen durch. Und ich fand das wirklich, ich hatte so viel Freude mit diesem Werk, den durchzulesen. Das liegt unter anderem aber auch wohl an diesem Artwork. Zuerst dachte ich, okay, das Cover kommt ja wirklich noch recht bunt daher. Und wenn man dann halt aufschlägt und sich so die ersten allein schon hier, ne, die Hauptseite anguckt, dann bekommen wir schon so einen Eindruck, wie das Ganze farblich gestaltet ist. Weil genau mit dieser Farbpalette, die wir jetzt hier vor uns haben, wird hier in dieser Graphic Novel gearbeitet. Und das zieht sich halt konsequent halt die ganze Zeit durch. Ne? Wir haben schwarz-weiß
Kolorierung eben, die sehr auch so mit Graustufen arbeiten und dann eben pastellige Orangetöne bis eben ganz harten Orangetönen. Ne? Also bis wir wirklich hier, na, hier haben wir zum Beispiel Bär mit seiner Tochter im Bus ganz oben. Und man merkt halt, wie toll kontrastreich diese Sättigung dieser warmen Orangetöne so daherkommen. Und das ist, ich glaube, dass die Farben mit einem auch einfach was anstellen. Die machen was mit einem. Weil wenn man sich das halt hier so anschaut, man hat die ganze Zeit so ein warmes Gefühl dabei. Und da sorgen eben die Farben mit. Ne? Auch wenn nicht alles rund läuft für Bär. Und es auch Probleme natürlich gibt, ne? Sei es mit der Ex-Frau, sei es mit Nachbarin oder mit einer Frau, die andauernd die Polizei ruft, weil er irgendwo im Halteverbot steht oder allgemein dieser Bus irgendwo im Weg rumsteht oder er auch eine neue Beziehung anfängt mit einer neuen Frau, wo dann auch wieder Probleme heraus resultieren. Trotzdem hat er irgendwie einfach eine interessante und sehr coole Einstellung. Und es gibt auch Seiten in diesem Comic, die dann halt nicht mit Orange arbeiten, also die sonst wirklich nur dunkel gehalten sind. Und man merkt einfach, wie wichtig diese Farbgebung einfach für unser Gefühl, ne, auch einfach ist. Und so kann ich jedem nur diesen Comic empfehlen, der eben auf eine so positive Lebensgeschichte steht. Ne? Also wenn man einfach mal so gucken möchte, wie geht jemand mit sowas vielleicht um, der ja, sein Haus verloren hat, ne, jetzt eben in einem Bus leben muss und wie arrangiert man sich und kann trotzdem noch so das Positive aus dem Ganzen herausziehen. Also das ist wirklich auch ein ganz, ganz wunderschöner Comic gewesen und der mich stark begeistert hat. Also den werde ich auch noch mal häufiger mir angucken und durchlesen. Also gerade, ich denke, wenn man so mal was Warmes fürs Herz braucht, dann ist der Bus auf jeden Fall eine schöne Angelegenheit, ja. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, habt ihr von Der Bus schon mal gehört? Kennt ihr den? Habt ihr den gelesen? Gerne eure Meinung dazu unten in die Comments. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs wieder mal reinschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo, wenn das der Fall gewesen sein sollte. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Ingo. Ciao.